Henning, wir stehen ja hier gerade am Set von Oh What a Night, drehen ja das erste Video zu unserer neuen Platte Bel Air. Mhm. Kannst du mir was zu Oh What a Night erzählen? Oh What a Night, ein Song, der relativ schnell entstanden ist, war, glaube ich, eine flugse Idee, die wir hatten im Proberaum. Und ich glaube, der war ganz, ganz schnell, hatten wir die Grundidee. Der Refrain war fertig, Sandra hat, glaube ich, direkt drauf gesungen und alle waren begeistert. Mit dem Vers haben wir uns, glaube ich, enorm schwer getan. Der ist auch, glaube ich, erst kurz vor der Albumproduktion dann fertig geworden. Ja, Keep It Simple, gute Rocknummer, die einfach echt Spaß macht, die auch live, wir haben es jetzt live ja schon sozusagen probiert im Proberaum und ja, die, glaube ich, gut abgehen wird auf der Bühne. Ist, soweit ich weiß, ist der Text auch sehr partyorientiert, einfach eine wilde Nacht in Berlin und ja, ich finde, es passt gut mit der Musik und sind jetzt hier nicht in Berlin, sondern in Dubai und haben auch, glaube ich, noch eine wilde Nacht vor uns, von daher passt das alles gut zusammen. Warum habt ihr das als erste Single oder warum haben wir das als erste Single ausgewählt? Sagen, ja, warum? Ich bin ja eigentlich mit raus. Warum wurde Oh What a Night als erste Single sozusagen gepickt? Das ist einfach der Song auf dem Album mit viel Energie, viel Lebensfreude, hymnischem Refrain und einfach eine gute Nummer. Dankeschön, Henning. So, wir bedanken uns mal recht herzlich. Du sollst da stehen bleiben jetzt. Wir bedanken uns recht herzlich bei euch. Alles versaut. Hier, einmal hinschwenken. Sorry about that, didn't mean to interrupt. Auf Wiedersehen. Oh, what a night, I guess you got to let me go.